Juke und herzlich willkommen zu der besten Sendung auf ganz YouTube. Blizzard hat es endlich getan. Es gibt endlich die lang ersehnten Twitch-Drops für World of Warcraft. Wie und was ihr an Twitch-Drops bekommt, erfahrt ihr heute hier in diesem Video. Let's go! WoW-Spieler warten schon sehr lange auf die Twitch-Drops für World of Warcraft. Falls ihr nicht wisst, was das ist, Twitch-Drops sind Belohnungen, die ihr mit eurem Twitch-Account bekommt, wenn ihr bestimmte Spiele auf Twitch ansehen. Wenn ihr ein gewisses Spiel für Stunden anschaut, bekommt ihr eine Belohnung. World of Warship, World of Tanks, LOL und viele andere Spiele haben es schon lange. Nun zieht Blizzard richtig nach. Für mich persönlich eine richtig geile Aktion. Blizzard zieht da endlich nach. Was und wann bekommt man jetzt diese Twitch-Drops? Im offiziellen Forum hat Blizzard einen Forum-Beitrag veröffentlicht, wie und was ihr bekommt. Hier einmal die Auflistung. Twitch-Drop Nummer 1. Start 15. November 23.59 Uhr und Ende 19. November 8.59 Uhr. Wenn ihr mindestens 4 Stunden lang Inhalte von WoW Dragonflight auf Twitch anseht, während dieser Twitch-Drop aktiv ist, erhaltet ihr das Haustier Papierdrachen. Twitch-Drop Nummer 2. Start am 28. November um 23.59 Uhr und Ende 2. Dezember 8.59 Uhr. Wenn ihr mindestens 4 Stunden lang Inhalte von WoW Dragonflight auf Twitch anseht, während dieser Twitch-Drop aktiv ist, erhaltet ihr das Reittier Teufelsdrache. Und nun kommen wir zum letzten Twitch-Drop, Twitch-Drop Nummer 3. Start am 13. Dezember um 23.59 Uhr und Ende 29. Dezember 8.59 Uhr. Wenn ihr mindestens 2 Stunden lang, 2 Stunden, nicht mehr 4 Stunden, Inhalte von WoW Dragonflight auf ausgewählten Twitch-Kanäle von World of Warcraft anseht, während der Twitch-Drop aktiv ist, erhaltet ihr das festliche Spielzeug Dauerhaftes Lila Feuerwerk. Vom 28. November 23.59 Uhr bis zum 13. Dezember 8.59 Uhr könnt ihr außerdem eure liebsten WoW-Creators unterstützen, indem ihr im Kanal eines teilnehmerberechtigten Creators 2 Twitch-Abonnements verschenkt. Wenn ihr das macht, erhaltet ihr als Haustier den niedlichen Erntegolem Ichabod. Den Link zu diesem Beitrag habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr es nachlesen könnt. Ich freue mich schon auf den Teufelsdrachen. Geiles Ding. Ihr seht, dass es ganz leicht ist, die Twitch-Drops zu erhalten. Einfach ein paar Stunden WoW-Streams nebenbei auf Twitch anschauen und Twitch-Drops erhalten. Wie findet ihr, dass Blizzard jetzt Twitch-Drops anbietet? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt dieses Video mit allen euren WoW-Freunden, damit sie alle Bescheid wissen. Und wenn ihr das nicht macht, kommt das Karma und gibt euch keine Twitch-Drops. Spaß, aber abonnieren solltet ihr. Und da sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, abonniert kostenlos meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen und schaut auch mal auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Die Links sind in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, Juke, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!